Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Gedanke der Woche, diesmal mit einem ganz persönlichen Thema. Es geht um meine neue Hüfte, die ich am 3.5. reinoperiert bekommen habe. Also meine Hüfte besteht jetzt zu einem Gutteil aus Titan, ein bisschen Plastik, ein bisschen Keramik. Hier sieht man eine Röntgenaufnahme von der neuen Hüfte. Ihr seht die Kurzschaftprothese, den Keramikkopf und was man natürlich nicht so gut erkennen kann, ist die Schale aus Titan, die in die Hüftpfanne richtig reingekloppt wurde. Also die wird da richtig reingehämmert. Und ich kam auf die Idee, hier eine kleine Serie zu machen, weil ich selber vor der Operation stark auf der Suche war nach entsprechenden Videos oder nach entsprechenden Ratschlägen, gerade auch im Zusammenhang mit Kampfsport und Brazilian Jiu-Jitsu. Da gab es relativ wenig, also zumindest auf deutschsprachig, relativ wenige Videos gefunden oder gar keine Videos gefunden, nur im englischsprachigen Raum. Und nach meinem ersten Posting, dass ich eine neue Hüfte habe und dass es mir auch relativ gut geht, kamen auch sofort irgendwelche Direkt-Messages in meinen Instagram-Account, dass das doch ein relativ spannendes Thema ist und dass die Leute da gerne mehr darüber wissen wollen würden. Und aus dem Grund dachte ich mir, mache ich eine kleine Serie, vielleicht in regelmäßigen Abständen, einfach um über meinen Heilungsprozess auch zu berichten und über meine Fortschritte in Sachen Rückkehr zum Kampfsport. Also wie gesagt, die Recherche in Sachen BJJ ist relativ überschaubar. Es gibt zwei große BJJ-Trainer, also Kampfsporttrainer im Bereich Brazilian Jiu-Jitsu, die eine künstliche Hüfte haben. Das eine ist John Danaher, der hat überhaupt nichts dazu veröffentlicht. Und der andere ist Stephen Kesting. Leute, die sich für Internet-Tutorials interessieren in Sachen BJJ, werden Stephen Kesting wahrscheinlich kennen. Der hat zwei Videos herausgebracht zu seiner künstlichen Hüfte. Also der hat sich ein künstliches Hüftgelenk einmontieren lassen. Einoperieren lassen und der hat zwei Videos dazu gemacht, allerdings dann auch keine Langzeitstudie, also der hat nicht darüber berichtet, wie sich das auf lange Sicht ausgewirkt hat, sondern hat nur darüber berichtet, dass es ihm auch nach der OP relativ gut geht. Also wir sind jetzt am Tag 8 nach der OP, letzten Freitag, heute ist Samstag, der 11.5. am 3.5. ist die Operation erfolgt. Und so gut es mir jetzt auch geht, so anstrengend war dann auch die Entscheidungsfindung, überhaupt diese Hüfte machen zu lassen. Entschieden habe ich mich eigentlich zum Jahreswechsel 2023/2024 und zwar rund um die Weihnachtszeit, als es mir einfach nicht mehr möglich war, oder ich nicht mehr wollte und nicht mehr konnte, am Weihnachtsspaziergang mit der Familie mitzugehen, weil einfach die Schmerzen nach ungefähr einer halben Stunde zu groß waren und ich dann angefangen hätte zu hinken oder angefangen habe zu hinken, wenn ich dann also wirklich auch spazieren gegangen bin. Da war dann für mich auch ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt wirklich, wirklich was tun. Ich halte es nicht mehr aus. Und dann war noch der freundliche Ratschlag einer Freundin und Genossin von mir, die dann irgendwann mal zu mir gemeint habe, du Kommunisten, die nicht gut zu sich sind, die kann niemand leiden. Deshalb mach doch das einfach mit der Hüfte. Und dann habe ich mich auch schlussendlich entschieden. Warum habe ich so lange gewartet? Naja, im Endeffekt ist es ja ganz einfach. Es ist ein Rieseneingriff. Dir wird ein Teil des Oberschenkels weggesägt. Das kommt auch nie wieder, das ist also so quasi irreversibel, ist also ein Rieseneingriff, macht man sich nicht leicht die Entscheidung und deshalb war mein Leidensweg auch relativ lang. 2017 hat das da schon mehr oder weniger angefangen, nach einem längeren Industrieklettereinsatz. Könnte an dieser Stelle auch, kleine Randnotiz, auch damit zusammenhängen, dass relativ viele Industriekletterer Hüftprobleme haben, liegt vielleicht auch an der Hockauerstellung auf dem Sitzbrett, also wenn man relativ lang arbeitet, verkürzt sich da auch der Hüftbeuger oder der Hüftbeuger wird sehr beansprucht und da unter Umständen auch mit die Hüfte. Müsste man allerdings vielleicht auch in Zukunft mal größer und großflächiger untersuchen, wie viele Leute da wirklich davon betroffen ist. Vielleicht kann man ja auch wirklich von einer Art Berufskrankheit sprechen. Ist jetzt nur ein ganz persönlicher Verdacht, weil ich zwei, drei Kollegen habe, die eben auch mit der Hüfte zu tun haben. Kann natürlich aber auch sein, dass es einfach nur erblich bedingt ist oder eben halt aufgrund der eigenen Knochenstruktur eben etwas anfälliger ist. Bei mir war es eben so, ich hatte einen deformierten Oberschenkelkopf, der
dann mit der Zeit eben eine relativ schlimme Arthrose verursacht hat und die dann eben auch immer schlechter wurde. Wie gesagt, 2017 hat das angefangen. Über die Jahre wurde es zunehmend schlimmer. Ich konnte nicht mehr laufen, ich konnte nicht mehr rennen. Sprinten war ja schon sowieso überhaupt nicht mehr angesagt. 2020 waren wir dann irgendwann mal in den Vogesen nach einer Wanderung, also eine Bergwanderung haben wir da gemacht, 6 Stunden ungefähr am nächsten Tag. Ich konnte mich einfach wirklich fast überhaupt nicht mehr bewegen. Ich bin da getippelt wie ein Opa, also auch schon immerhin fast 4 Jahre her. Vor allem aber, und das wurde zunehmend wirklich anstrengend, habe ich unter Ruheschmerz gelitten. Das ist typisch bei Arthrose. Solange man sich bewegt, ist das eigentlich alles noch einigermaßen aushaltbar. Aber sobald ich mich hingelegt habe, sobald ich eingeschlafen war, dann wieder aufgewacht bin nach einer halben Stunde, war die Nachtruhe hin. Ich habe so 2 bis 3 Stunden, okay, eine bis 3 Stunden gebraucht, um dann wieder einzuschlafen, ist natürlich dann auch extrem anstrengend und wenig erholsam, wenn man einfach nicht mehr durchschläft. Ich habe zwischendurch eigentlich so gut wie alles probiert: Osteopathie, Massage, Krankengymnastik, noch mehr Gymnastik. Liebscher Pracht natürlich, worauf man so stößt, wenn man im Internet recherchiert. Ich habe irgendwelche Online-Kurse zum Hüftentspannen, zur Selbstmassage, bei einem angespannten Hüftbeuger eben auch gekauft. Ich habe, glaube ich, mehrere 100 € in solche Selbstexperimente versenkt. Und das Verrückteste, was ich dann gemacht habe, war Neuraltherapie. Also jetzt an dieser Stelle, ich will Neuraltherapie überhaupt nicht verunglimpfen, bin dann allerdings an einen Arzt geraten, der die erste Sitzung Neuraltherapie gemacht hat. Also da spritzt man Lokalanästhetikum plus zusätzliche Inhaltsstoffe in das Gelenk selbst. Hat sich ganz gut angehört, weil durch diese Arthrose hat man ja auch so was wie permanente Entzündungserscheinungen und mir erschien also diese Möglichkeit, da wirklich was reinzuspritzen, was diese Entzündung einigermaßen in Schach hält oder einfach mal beruhigt für eine gewisse Zeit, das erschien mir wahnsinnig attraktiv und deshalb fand ich diese Methode eigentlich auch ganz gut. Bin dann dahin. Beim ersten Mal hat mir dieser Arzt dann noch ein bisschen Cortison mit reingespritzt. Cortison, wenn ihr es kennt, wenn ihr es wisst, das hilft natürlich Wunder. Gerade also im Bereich der Entzündung war dann auch dementsprechend für 2 oder 3 Monate wirklich Ruhe. Dann fingen die Schmerzen allerdings wieder an und dann wurde diese Behandlungsmethode etwas seltsam, weil dann ab dann wurden nur noch homöopathische Mittel gespritzt und die waren sehr, sehr teuer und mäßig hilfreich. Also an dieser Stelle bei Neuraltherapie vielleicht auch ein bisschen drauf achten, also welcher Schule der behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin angehört und ob es dann auch eben die entsprechenden Mittel sind, die dann wirklich was helfen. Also ich will das alles nicht schlecht machen. Auch Liebscher Pracht hat seine Berechtigung. Gute Physiotherapie, also gute Anleitung auch für eine gute Entspannungsgymnastik. Bei mir hat es allerdings wirklich nichts mehr geholfen, was aber dann daran lag, dass die Arthrose einfach auch schon sehr, sehr weit fortgeschritten war. Als letztes habe ich dann noch den Geheimtipp in Berlin, der Hüftspezialist, der behandelt also Fußballerleisten, der hat schon Fußballer behandelt, der ist ein richtiger Sportarzt, der versteht dich auch in deinem sportlichen Anliegen, Dr. Krüger in der Potsdamer Straße, also der Hüftspezialist, der wurde mir noch empfohlen. Letzte Hoffnung, ich gehe dahin zu Dr. Krüger. Dr. Krüger, relativ nüchtern, untersucht mich, war eine Privatsprechstunde auch, also musste man auch wirklich selber bezahlen. Ja, untersucht, guckt sich die Röntgenbilder an und sagt: Ja, Kollege, Arthrose. Und zwar in einem relativ fortgeschrittenen Stadium, also da kann man auch nicht wirklich was anderes machen. Er empfiehlt eine Hüfttransplantation.
Habe ich es richtig ausgesprochen? Also er empfiehlt einfach ein künstliches Hüftgelenk. Ja, das war am 2.5.23 und selbst nach dieser Diagnose habe ich dann eben noch gezögert und habe gesagt, nee, also mache ich nicht. Also das will ich noch so lange rauszögern, wie es geht, bis es eben also zum Jahresende dann so weit war, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, okay, jetzt reicht's. Habe mich dann für eine Klinik in Thüringen entschieden, Eisenberg, Waldkliniken Eisenberg. Muss auch sagen, also habe ich auch überhaupt nicht betreut. Drauf gekommen bin ich, weil ein Kletterkollege von mir sich dort hat operieren lassen, auch künstliches Hüftgelenk machen hat lassen. Der selber ist eben auch Kickboxer, also hat eben auch diesen Kampfsportbezug und hat mir dann die Entscheidung eben auch nochmal ein bisschen leichter gemacht. Mich für diese OP dann zu entscheiden. Also einfach auch, weil ich gesehen habe, okay, auch Kampfsport ist danach nochmal möglich. Ach so, in diesem Zusammenhang hatte ich vergessen, es gibt noch ein Video, ein sehr, sehr gutes Video von einem Dr. Chris Rayner, der selbst Orthopäde ist. Und der macht ein Reaction-Video über Frankie Edgar, ein UFC-Kämpfer, der mit einem künstlichen Hüftgelenk kämpft. Also falls ihr in diesem Bereich eben Beratung sucht, dann solltet ihr euch dieses Video wahrscheinlich auch nochmal angucken. Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal in der Beschreibung verlinken. Also, habe mich dann für Eisenberg entschieden, habe im Januar auch, Ende Januar dann auch einen Check-up-Termin bekommen. Riesenfabrik, machen halt 1200 Hüftgelenke pro Jahr. Habe mir dann auch natürlich verschiedene Rankings angeguckt von Kliniken. Eisenberg war immer relativ weit vorne mit dabei. Wenn ihr im Internet eben sucht, beste Kliniken für Hüft-OPs. Gut, Eisenberg war da immer einigermaßen vorne mit dabei und hatte auch relativ gute Kommentare, authentische Kommentare, gute Bewertungen. Und wie gesagt, es gab noch diesen persönlichen Bezug. Und ich muss sagen, war auch wirklich eine der besten Entscheidungen meines Lebens, dieses Krankenhaus zu nehmen. Absolut nettes Personal, absolut nette Betreuung. Haben so ein bisschen das Konzept, der Patient als Gast, also inszenieren das alles auch ein wenig wie ein Hotel. Also eben auch für Kassenpatienten ist keine Privatklinik. Du kannst noch Komfortzimmer nehmen, da ist es vielleicht nochmal eine Schippe schicker. Aber wirklich die Leute entspannt, wenig anderes, was so in so einem Krankenhaus eben ansonsten anfällt. Die Leute sind nicht gestresst. Kann ich Ihnen noch einen Tee bringen? Kann ich Ihnen noch einen Tee machen? Haben Sie genug Wasser? Also die Betreuung war wirklich sehr, sehr gut. Und man muss halt eben auch sagen, auch die ärztliche Betreuung war einigermaßen in Ordnung. Oder nicht nur einigermaßen, sondern die war schon sehr, sehr gut. Also der operierende Arzt ist auch zweimal nochmal zu mir aufs Zimmer gekommen, um mit mir über diese OP zu sprechen, die dann eben letzte Woche stattgefunden hat, am 3.5., 2.5. bin ich dann nochmal nach Eisenberg gefahren, also zum Einchecken bin ich nach Eisenberg gefahren, 1. Mai natürlich auf der Straße, Demo, die meiste Zeit war ich mit dem Fahrrad unterwegs, den letzten Kilometer bin ich dann eben bei der Demo noch mitgegangen, mit einschneidendem Erfolg. Nachts musste ich mich dann ins Wohnzimmer legen und die Füße hochlegen auf die Couch, also weil die Schmerzen einfach so unerträglich waren. Und das war natürlich auch noch ganz gut, dass die Schmerzen in den letzten Wochen und Monaten einfach immer mehr zugenommen haben und nicht abgenommen. Also manchmal ist es ja so, man entscheidet sich für so eine OP, der Tag rückt irgendwie immer näher und einem selbst geht es dann immer besser und man fragt sich, hey, warum mache ich das dann überhaupt? So war es dann allerdings aber am 2.5., da bin ich dann, ich war sehr, sehr aufgeregt, ich war sehr angespannt, also ich hatte sehr, sehr viel innere Unruhe und da bin ich dann also wirklich sehr, sehr viel spazieren gewesen rund um dieses Klinikgelände und da habe ich mir wirklich dann auch gedacht, hey, okay, alle anderen sind hier 10 Jahre älter, 20 Jahre älter, was mache ich denn eigentlich hier? Die hinken, ich hinke ja überhaupt nicht, was mache ich hier, ich möchte hier weg und da war ich auch kurz davor, einen Rückzieher zu machen und abzureißen, einfach weil ich so Schiss hatte. Ja, also wie gesagt, die nehmen dir ein Stück vom Oberschenkel raus, der wächst nicht wieder nach. Das ist vorbei. Das ist endgültig. Und
Bin dann 23 Uhr, also relativ spät ins Bett und hatte da wirklich auch nochmal die Schmerzen meines Lebens. Also das war dann nochmal mit dem Dampfhammer auf meinen Kopf. Hier, Markus, das tut weh. Diese Operation solltest du machen. Operation war dann für 10.25 Uhr angesetzt, also relativ früh am Morgen, was natürlich auch ganz gut war. Dann duscht man sich, dann macht man sich fertig mit so einem komischen Kittel, der hinten offen ist, und dann wartet man und irgendwann mal geht's halt ab. So, wir bringen sie jetzt in den Operationssaal, und dann wird man da so rausgefahren. Alle sagen noch so, ja, alles Gute, alles Gute. Und man kommt sich schon so vor, als würde man auf den letzten Weg gehen. Wie auch immer, man muss sich halt da dann reinfallen lassen, Kontrolle abgeben. Okay, die wissen schon, was sie tun. Dann wird man umgebettet auf den Operationstisch. Achso, vorher wird man noch mehrmals gefragt, die rechte Hüfte, ja, die rechte Hüfte. Dann wird die rechte Hüfte markiert. Ist es die rechte Hüfte? Ja, unterschreiben Sie hier mal. Ja, es ist die rechte Hüfte. Es ist die rechte Hüfte. Das ist die rechte Hüfte. Das ist Ihre rechte Hüfte. Ja, das ist meine rechte Hüfte. Und da wird relativ oft drauf bestanden, dass man betont, dass es auch die rechte Hüfte ist, die operiert werden soll. Ja, es ist die rechte Hüfte. So, und dann wird man nochmal umquartiert auf ein anderes Bett. Da wird man auch ganz nackig gemacht. Die Schwester war wirklich sehr witzig. Die meinte dann so, ja, wenn Sie dann ohnmächtig sind, also wenn Sie dann unter Narkose sind, dann ziehen wir uns auch alle aus. Ich so, ja, alles klar, aber nicht anfassen. Und dann wird man in diesen Vorbereitungsraum noch also das war der Vorbereitungsraum, und dann wird man in so einen Wartebereich reingefahren. Der sieht aus wie eine Garage, vor dir ein Rolltor, und auf der anderen Seite wird schon der Nächste operiert oder der Vorgänger oder die Vorgängerin wird da operiert, und du hörst dann auch so, dann liegt man da so da, ist auch noch festgeschnallt auf diesem Operationstischbett, und dann hört man so tak, 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 tak. Also die hämmern diese Hüftschale, diese neue Hüftschale aus Titan, die wird halt auch wirklich mit einem Hammer in dein Hüftgelenk rein gehämmert. Es wird gefräst, gebohrt. Stephen Kessing meinte irgendwie so, okay, diese Operationssaal sieht aus wie eine Autowerkstatt. Und irgendwie hat man sich dann eben auch so gefühlt, vor dir das andere Auto auf der Hebebühne, es wird gerade operiert oder repariert, und du selber liegst da und bist das nächste Auto, was dann so reingeschoben wird. Die Schwester ist dann auch rein in diesen Operationssaal. Also ich habe dann auch gesehen, wie die da gearbeitet haben hinter ihrem Vorhang. Also zumindest war das auch abgehängt. Zum Glück war das auch abgehängt. Ja, und dann wird dieser Operationssaal gereinigt, und dann kommt irgendwie der Anästhesist und hat mir sehr viel Sauerstoff noch verabreicht und gesagt, jetzt pumpt man sie richtig voll mit Sauerstoff, und dann kommt das Narkosemittel, und dann, ja, 2 Stunden später war es dann vorbei. Bin ich aufgewacht, war relativ durcheinander und also auch relativ trübe im Kopf. 2 Stunden später waren dann allerdings auch schon die Physiotherapeuten an meinem Bett und haben gemeint, ja, also Sie können jetzt auch aufstehen, wenn Sie wollen. Und dann habe ich mich aufgesetzt. Also man hat auf der rechten Seite natürlich dann, oder je nachdem, auf der Seite, wo operiert wurde, auf meiner rechten Seite war eine relativ große Wunde. Aber die haben mich dann aufgesetzt und ich hätte aufstehen können. In meinem Kopf hat sich allerdings dann alles gedreht. Ich habe mich dann lieber wieder hingelegt. Allerdings wollte ich auf keinen Fall in diese Flasche pissen. Ja, es war so eine Plastikflasche, und da sollte man dann Wasser lassen, und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und dann habe ich so lange gewartet, bis es mir einigermaßen gut ging. Bin dann aufgestanden, bin dann zum Klo gegangen. Also ich konnte aufstehen, ich konnte mit Krücken zum Klo gehen und habe dann dort selbstständig und alleine Wasser gelassen. Also ungefähr 6 Stunden nach der Operation. Gut, der Operateur kam noch vorbei, auch an dem Tag, hat dann eben auch, also da war ich dann einigermaßen mit der klar, hat dann mit mir darüber gesprochen, hat gemeint, okay, war sehr viel Muskeln, die sie zur Seite ziehen mussten. Das Besondere an diesem Eingriff ist eben, es werden keine Muskeln durchtrennt, sondern die Muskeln werden nur zur Seite geschoben, was halt eben auch dazu führt, dass man eine Art Bluterguss hat. Also fühlt sich dann an, als hätte jemand sehr, sehr viele Low-Kicks auf deinem Oberschenkel platziert. Das ist auch das, was heute, eine Woche später, immer noch schmerzt. Und er meinte, dass meine Knochenstruktur auf diese
diese Fehlstellung, die ich halt eben auch entwickelt habe, eben so reagiert hat, dass sich das Knochenmaterial verdichtet hat, weswegen er auch ein bisschen länger gebraucht hat, hätte, und weswegen er dann auch einen anderen Bohrer gebraucht hat. Also er brauchte einen stärkeren Bohrer und musste sich halt mehr anstrengen. War dann auch überhaupt kein Problem. Er meinte, es ist überhaupt nicht schlimm, wegen der Heilung, wegen der Rekonvaleszenz, das ist überhaupt kein Problem. Es wäre einfach nur einfach mehr Arbeit für ihn gewesen. So, und nächster Tag, Physiotherapeuten kamen tatsächlich, habe meine erste Runde auf dem Gang gedreht. Hier seht ihr mich am zweiten Tag nach der OP. Ich laufe also schon ohne Gehstützen, zumindest teilweise. Also fühlt sich richtig gut an. Und am Dienstag wurde ich dann eben auch entlassen. Also es ging von Tag zu Tag eben auch schon besser. Und jetzt muss ich halt sagen, eine Woche nach der Operation, es tut weh, klar. Die Muskeln sind immer noch angespannt, es ist ein riesen Bluterguss immer noch zu sehen, aber es hält sich eben auch in Grenzen. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Physiotherapeuten haben ein sehr anspruchsvolles Programm mir schon am zweiten Tag verabreicht. Das mache ich einigermaßen regelmäßig und diszipliniert. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Aber ich muss sagen, bislang eine kleine Erfolgsgeschichte. Bis zur nächsten Ausgabe von dieser kleinen Sonderserie. Ansonsten gibt es natürlich auch wieder einen normalen Gedanken der Woche. Der ist schon in Arbeit, wird aber nächste Woche produziert. Bis dahin!